Jo meine Freunde, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich ein weiteres Video für euch. Gestern kam ja das Update Nummer 3 raus, was ich heute selbstverständlich mit euch besprechen werde. Ich gebe mir Mühe, alles relativ kurz zu halten. Bei den letzten Updates ist es ja ein wenig ausgeartet. Zumindest für mich persönlich war das alles viel zu detailreich. Deswegen soll es mit diesem Video nur das Wesentliche an Infos geben. Bist du relativ neu auf meinem Kanal, würde ich mich dann noch freuen, wenn du mir ein Like und ein Abo dalässt. Vielen Dank dafür. Jetzt starten wir durch mit den Infos zum Update. Das Update Nummer 3 widmet sich vor allen Dingen Fehlerbehebung, Balancing und generelle Verbesserungen, die sich dem Spiel und Spielempfinden widmen. Da bin ich mal so gespannt, was sich hinter diesem Motto verbirgt. Als allererstes wird uns hier versprochen, dass hunderte von Änderungen in nahezu allen Bereichen des Spiels vorgenommen wurden. Ich werde definitiv nicht auf alle eingehen, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, nur die wichtigsten Dinge. Wenn irgendwie was Elementares dabei ist, was ich jetzt vergessen hatte, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, dann haben wir es zumindest dastehen. Zunächst haben wir hier die Info, dass wöchentliche Missionen eingefügt wurden. Wie bei solchen Missionen üblich, gibt es dafür Belohnungen, das sind in diesem Fall irgendwelche kosmetischen Sachen, beispielsweise Skins, für Waffen, aber auch für die Spezialisten. Dann bekommen wir noch Verbesserungen im Menü, also wie schon bei mir in den letzten Videos gewünscht, Anpassung bei den Waffen selber, sprich, wenn du einen Lauf ausrüsten möchtest und direkt im Anschluss Munition oder ein Visier, musst du nicht 40.000 Mal klicken, um irgendwie zwischen den Menüs hin und her zu springen. Das Ganze ist jetzt einfach übersichtlicher dargestellt, dass man generell weniger Klicks braucht. Dann wurden noch diverse UI-Elemente angepasst. Und zwar ging es hauptsächlich darum, irgendwelche Überlagerungen und unnötigen Dinge nicht mehr so klar und deutlich im Spiel anzuzeigen bzw. von der Größe zu minimieren oder einfach durchsichtiger zu gestalten. Unter anderem wurde zum Beispiel die Nearby-Funktion eingefügt. Das bedeutet, wenn du am Boden liegst und ein Sanitäter in der Nähe ist, siehst du jetzt endlich, wenn er dich reviven möchtest. Also du siehst die Sanitäter im Umkreis bzw. die, die gerade zu dir hinlaufen und dir den Revive geben wollen. Übrigens sind das jetzt erstmal grundsätzlich irgendwelche allgemeinen Beschreibungen, die es mit dem Update gab. Gleich gehen wir nochmal auf ein paar detailliertere Sachen ein und auch die, die ich schon genannt habe, werden dann nochmal etwas ausführlicher beschrieben. Auch hier werden dann im Anschluss nochmal die 150 kleineren Änderungen hervorgehoben, sowas wie Verbesserungen auf unterschiedlichen Karten, wo zum Beispiel das Spawning nicht richtig funktioniert hat, irgendwelche visuellen Störungen vorhanden waren oder Audio-, Render- oder Interaktionsprobleme zu beobachten waren. Wenn ich mal jetzt hier so durchscrolle, sieht man sehr viele unterschiedliche kleine Dinge. Das sind eben die Sachen, wo ich meinte, dass ich nicht auf alles eingehen werde. Ich habe mir hier die hauptsächlichen oder die Hauptthemen rausgepickt, die euch interessieren könnten. Und die gibt es ja selbstverständlich auch nochmal. Als allererstes hat man jetzt beispielsweise bei Aufzügen, aber auch bei Türen nicht mehr Interaktion stehen, sondern ganz normal Tür auf, Tür zu oder Aufzug rufen. Dann wurde der Bug behoben, bei dem man im Spiel gespawnt ist, also quasi aus dem Ladebildschirm ins Spiel geworfen wurde und dann irgendwie eine komische Perspektive bzw. nicht das Sichtfeld hatte, was man eigentlich in den Einstellungen eingestellt hatte. Also dieser Fehler, wo man das falsche Sichtfeld von Beginn an des Spiels hat, wurde behoben. Meistens musste man in der Situation einfach nur die Waffe wechseln, also auf die Zweitwaffe gehen und dann wieder auf die Primärwaffe und schon ist das Sichtfeld dann in den meisten Fällen wieder ein Stück weit rausgezoomt. Der Fehler wurde behoben und sollte nicht mehr vorkommen. Dann hier nochmal gelistet, aber auch gerade schon mal erwähnt, das Menü der Aufsätze wurde überarbeitet. Generell brauchst du jetzt weniger Klicks, um zwischen den Aufsätzen hin und her zu springen, was beim alten System echt super nervig war. Dann soll es wohl weniger Fehlversuche beim Matchmaking geben. Wir sind jetzt schon beim Punkt Rendering und Performance. Da wurde hauptsächlich etwas getan, dass kein visuelles Flackern mehr vorkommt und das Spielen nicht mehr so am Stottern ist, sowie Verbesserungen bei der Darstellung von Wasser, wenn man am Zielen ist. Dann gab es auch noch ein paar Änderungen bei Portal. Es wurde sowas eingefügt wie beispielsweise, dass man Servernachrichten schreiben kann. Unterschiedliche Waffen und Gadgets wurden überarbeitet bei allen unterschiedlichen Battlefield-Teilen. Ihr seht selber, wenn ich hier so durchscrolle, bei Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3, aber auch Battlefield 1942. Hier die Thematik UX, also Sachen, die das Spiel generell besser machen, sowas wie Audio- und Gameplay-Verbesserungen von Waffen, Fahrzeugen und Gadgets. Außerdem haben wir jetzt eine Fadenkreuzoption, die hinzugefügt wurde. Da kann man auswählen, wie dick die Schadensanzeige ist. Also man kann auswählen zwischen dick, dünn und mittel. Auch gerade schon mal erwähnt worden, das UI-Element wurde hinzugefügt, dass man jetzt sieht, wenn man jemanden in der Nähe hat, der dich reviven möchte. Wenn ein anderer dich jetzt wiederbeleben will, wird dem toten Spieler das angezeigt. Das Ganze im Umkreis von 50 Meter und betrifft zusätzlich auch noch, wenn du beispielsweise Muni möchtest oder Leben brauchst. Also dir werden bald mehr Medikits, aber auch Munitionspacks zugeworfen. Dann wurden auch noch Gesundheitsanzeigen bei den gegnerischen Spielern hinzugefügt.
Nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Fahrzeugen. Bei den Fahrzeugen sieht man die Lebensanzeige bis auf 200 Meter und bei den Spielern, also den gegnerischen Spielern, auf 50 Meter. Dann wurde auch optisch noch ein bisschen was verändert. Alle Spielerweltsymbole wurden skaliert, also je nachdem, wie weit du entfernt bist, sind sie jetzt kleiner oder größer auf der Karte dargestellt. Ebenso sieht man die Zeit, wie lange jetzt ein Spieler noch am Boden liegt, also bis er völlig tot ist. Damit kannst du dann als Sanitäter besser abschätzen, ob du noch zum Revive gehst oder nicht. Der Feuermodus ist dann jetzt immer sichtbar und nicht nur dann, wenn du ins Visier gehst. Das musst du aber über die Einstellung ändern, dass er immer angezeigt wird. Durchaus eine praktische Option, die man wohl anwenden sollte. Dann hier haben wir diverse kleine Änderungen bei den Spezialisten, die ich erstmal alle überspringe. Als nächstes wurden noch Probleme behoben, wo du keine Hitmarker bekommen hast. Also du hattest einen Gegner vor dir stehen, hast ihn angeschossen und hast kein Damage gemacht bzw. keine Hitmarker bekommen. Das Ganze wurde auch behoben, sowie auch schon vorher angekündigt, die Sniper NTW50 wurde im Schaden reduziert, beziehungsweise bei den Fahrzeugen. Also die hat super viel Schaden gegen Fahrzeuge gemacht, jetzt egal ob Helikopter, Bodenfahrzeuge oder was auch immer. Der Schaden wurde auf jeden Fall verringert. Ihr seht, ich habe mir Mühe gegeben, das Ganze hier relativ kurz und knapp zu halten. Ich hoffe, ich hatte jetzt die wichtigsten Sachen mit drinne. Einiges habe ich übersprungen. Falls eurer Meinung nach irgendwas gefehlt hat, wie gesagt, unten gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt mir außerdem auch noch, was ihr von dem neuen Update so haltet. Hat sich Battlefield dadurch ein wenig verbessert oder nicht? Mich würde es wirklich interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein!